Hallo zusammen. Da sind wir wieder im Flight Simulator 2020 im Airbus A320 Neo. Und wir stehen gerade auf dem Berliner Flughafen, im großen schönen neuen BER und fliegen heute einmal quer über Deutschland nach Stuttgart. Und wo ich das gerade sage, muss ich noch kurz meinen Flugplan einreichen. Denn wir sind wie immer live auf Wetzim unterwegs, leider noch ohne Controller. Ich habe aber Hoffnung, dass wir spätestens in Stuttgart, wenn wir da ankommen, unterwegs noch der ein oder andere Radar-Controller vielleicht online kommt. Der ein oder andere war vielleicht gestern beim Livestream dabei, den ich leider unterbrechen musste, weil hier mein Rechner angefangen hat zu spinnen. Ich hoffe mal, dass es heute besser klappt. Ich glaube, ich habe die Probleme gefixt. Ja, aktuell kein Controller online, nur ein Observer. Und den lassen wir uns aber nicht weiter stören, er ist jetzt auch weg. Und genau, ich würde sagen, legen wir einfach mal los. So, da sind wir schon in unserem wunderschönen Cockpit. Eieiei, was ist denn hier los? Moment. Da muss ich kurz in die Einstellung. Das ist dieses komische Cockpit Interaction System, dachte ich. Ist nicht? Ja, wo kommt das denn her? Das hier. Ah, doch, das war dieses Cockpit Interaction System. Jetzt ist es wieder korrekt. Ich habe nämlich gerade auch bemerkt beim Start, dass alle Flughäfen aktiviert waren. Also irgendwie hat der Flight Simulator das ganz gern, dass mal die Settings sich irgendwo resetten, was so totaler Müll ist, wenn man mich fragt. Aber gut. So. External Power. Drop Auto. Irgendein Logo an. Die machen wir bereit. Wir brauchen ein paar Treibstoffpumpen. Und dann können wir die APU starten, Seatbelts on, no smoking. Und das alles an. Hier hätte ich gerne ein bisschen Licht. Muss auch nicht so wahnsinnig viel sein, zumindest noch nicht. Dann kommen wir hier nach unten. Hier hätte ich auch gerne ein bisschen mehr Licht. Hoppala. Hier auch. Was hier eingestellt ist. 122.8 hätte ich gern. Einmal Unicom. Flatline brauche ich gerade noch nicht, aber hier können wir auch ein bisschen Licht vertragen. Und die Displays könnten auch noch ein kleines bisschen heller. So, APU Bleed an. Cockpit Door abschließen. So, Squawk. 2200 meine ich, ist das Wetzim einerlei. Das kommt auf On, das kommt auf All. So. Und dann sieht das doch schon ganz vernünftig aus. Unsere Reiseflughöhe heute, da wir sonst keine Beschränkung haben. 2800 Fuß. Ich kann mal gucken, habe ich das richtig eingereicht? Nein, habe ich nicht. Jetzt habe ich es richtig eingereicht. Weil vorgeschlagen waren mir 26.000, aber das kommt mir ein bisschen sehr tief vor. So, und dann können wir uns schon hier Gedanken drum machen. Wir wollen einmal das Ding initialisieren. Das sieht gut aus, bis auf die Flughöhe. Die ist natürlich 80. So, Seite Nummer 2. Unser Zero Fuel Weight heute 52,
53,4 Tonnen. Und wir haben einen Mach von 20,9. Blockfuel haben wir an Bord 5 Tonnen. 5,1 sogar. Moment, falsche Anzeige. 5 Tonnen. Passt. Okay. Dann von Berlin starten wir Runway 25 left über Kowloon 1 November und kommen an direkt. ILS Nummer 7, keine Transition, kein Star. So, und daraus macht er mir hier nämlich so ein wunderschönes und hier einen Haufen Punkte dazwischen. Wenn ich aber kurz mal hier bei uns in Navigraph nachgucke, auf meiner schönen Karte, komme ich hier an D15. Also das sind auf jeden Fall ist das eine ganz andere Strecke, die ich hier eigentlich fliegen müsste, als was der Berlin Autopilot Traffic, hier Interflug hat. 692, lining up runway 25 right. Hinterflug. Auch schön. Deswegen würde ich sagen, kann ich das entfernen? Ich glaube nicht. Berlin Traffic, Germany 1, Victor Sierra, taxiing to runway 25 right via Victor 2 and Delta, Berlin Traffic. Gibt hier leider auch keinen, der hier besser passt. Oh, aber es gibt hier ein Via. Via LBU. Was haben wir da jetzt Schönes draus? Vater ist richtig. Die anderen beiden weiß ich gerade nicht. Könnte aber passen. Und mal hier auf die WFA-Karte, was er uns da gezaubert hat. Berlin Traffic, Das Interflug sieht richtig aus. 692, taking off runway 25 right. Thereafter we will follow the heading in 1 Alpha departure route. Interessant, jetzt startet von 25 right. Ich würde von 25 left starten, aber gut. Okay, das haben wir alles drin. Performance. Labs 1. Transition Altitude habe ich nicht. Und dann tragen wir hier noch ein paar Geschwindigkeiten ein und dann sind wir auch schon good to go, würde ich sagen. Also die External Power kann auf jeden Fall aus, bevor ich es vergesse. Das Alignment läuft noch 4 Minuten, dann habe ich ja noch kurz Zeit, meine Checkliste durchzugehen, ob ich was vergessen habe. Die Parkbremse ist da, die GPU ist connected, Throttle habe ich, Engine Masters sind off, Batteries an, jawohl, 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 hier gestellt, Berlin Lichter Traffic, haben wir, Interflug 692 Airborne. Fuel Quantity haben wir, Fasten Seatbelt, jawohl, 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 Transponder haben wir, Beacon Lights kommt gleich noch. FMC haben wir. Doors sind wahrscheinlich closed. Departure Briefing. Alle wissen Bescheid, was wir vorhaben. Also wir fliegen die Otloon 1 November Departure, starten von Runway 25 Left. Da wir keine Restrictions haben, steigen wir direkt auf 28.000 Fuß. Dann haben wir es, glaube ich. Autopilot ist set. Controls free and correct kann ich gleich nachgucken. So. So. Noch gute 2 Minuten. Was ist das? Münchenradar. Okay. Wie kommen wir zu 25 right?
Wir rollen über Bravo und Alpha. Über Bravo und Mike 8. Two five left. Okay. Würde sagen. Gucken, ob ich hier noch anderen Traffic sehe. Aber sehe ich gerade nicht. Holla, was sind das da für Lichter? Ach, hat die Windlights an, oder? Ah, stimmt, das sind die NTIs, die brauche ich gerade gar nicht. Alignment ist auch gleich durch. Und dann starten wir tatsächlich etwas früher als geplant. Konnte keine Ahnung, dass das hier so problemlos gerade läuft. Berlin Traffic, German Wings 1, Victor Sierra, taking off runway 25 right, hailing in 1 Alpha Departure. Sind alle auf dem Weg zu 25 right. Ändert sich dadurch mein Departure? Two five right. Odd Loon one Alpha Departure wäre, glaube ich, das letzte Mal gewesen. Dann nehmen wir doch einfach die. Das kommt jetzt auch nicht an. Lumban Alpha passt. Dann muss ich nur noch mal kurz mir ein Taxi hier aussuchen. Wir taxiieren via Victor Charlie, also 25 right, via Victor Charlie Echo, via Echo Victor Charlie bis hier und dann Charlie. Charlie. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir das Ganze mal an. Direkt in meiner Umgebung ist gerade keiner. Also können wir hier unseren Pushback starten. Parking Brake raus. Der Schlepper kann kommen. Beacon Lights an. Start. Ah, der Schlepper war noch nicht ganz so weit, aber ist mir egal. Ne, falsche Richtung. So, ich glaube, das erste ist durch.
Hold and Parking Brake. Jawohl, erste Triebwerk läuft, zweite läuft an. Die Triebwerke brauchen echt lange zum Anlaufen. Läuft. Dann kommt das auf Norm. Das kann aus. Das kann aus. Dafür machen wir mal unsere Taxi Lights an. Und geben Bescheid. Berlin Traffic, Skyways 8188, taxiing via Echo, Victor Charlie und Charlie to Runway 25 right. Berlin Traffic. So, die Backbremse. Ein bisschen schnell geworden. So, Victor Charlie ist hier die Mitte. Berlin, Traffic Lot 385. Approach for runway 25 left. 25 left stört mich nicht weiter. Dann Klappen schon mal ausfahren. Wieso ist denn die APU noch available? Die habe ich doch eigentlich abgeschaltet. Ne, 0%. Volle Umdrehung, warum? Moment, muss ich jetzt hier die erste nehmen? Ja, die erste rechts. Okay, jetzt ist die APU auch aus. Ja. So, Autobrake Max haben wir. Cabin Crew sagen wir gleich Bescheid. So, Spoilers armed. Holen wir nochmal. 5 tenants, please prepare for takeoff. Ich bin hier auf dem richtigen Weg, ne? Ja. Gut. Dann Takeoff Config. Predicted wind shear is off. Richtig, wollte ich nämlich erst auf der Startbahn anschalten, damit ich hier die Leute nicht mit meiner Radarstrahlung herstrahle.
Ich guck gerade. Da hinten irgendwo ist das alte Terminal. Der alte Berliner Flughafen. Hier rechts schon dran vorbeigerollt. Der neu eröffnete, nach nur sehr kurzer Bauzeit, kostengünstig fertiggestellte. Ist aber nicht besonders hübsch modelliert hier. Unten hier ganz schön los. Ganz schön auf die Bremse treten. Jo. Und dann sind wir auch schon so gut wie in der Luft. Hier steht ein Haus mitten auf dem Weg, ist auch nicht schlecht. Voilà. Deswegen ist es auch wichtig, eben die. Also in den Optionen für die Unterstützung nicht nur sämtliche Hilfen auszuschalten, sondern auch sämtlichen Schaden, weil ja, eine Kollision mit so einem Haus, das einfach mitten auf dem Taxiway steht, mit Sicherheit nicht in echt auf dem Taxiway steht, aber hier tut's. Berlin Traffic Lot 385 on final approach for runway 25 left. 25 left, okay. Wo ist hier der Holding Point? Schon dran vorbei. Bis da hinten. Okay. Berlin Traffic, Skyways 8188, lining up and departing runway 25 right, Otloon 1 Alpha departure. Berlin Traffic. So, ich hoffe, unser polnischer Kollege, der gute Lotsflieger, ist tatsächlich unterwegs zu 25 Left, sonst treffen wir uns gleich einmal. Radar an, Predicted Wind Shear an. So passt's. Ach, ich habe noch ein paar Lichter vergessen. Die kann ich noch mal kurz nachholen. Landing Lights on, Beacon Strobe, das passt alles. Das kommt auf Takeoff. Und ich glaube, dann sind wir soweit. Berlin Traffic 697 Lima 5000 feet, approximately 15 miles from the airport for the Alice 25 left approach. And rotate. Mr. Freight, get up. Flaps ab. Ja, wo ist mein Climb-Einstellung? Ich finde sie gerade nicht. Da ist sie. Und Autopilot an. Und dann sind wir unterwegs. Beginning traffic runway 25 left vacated.
So. Warum habe ich hier einen Master Caution? Fahrwerk ist oben, Klappen sind drin, Autopilot ist an, wir steigen. Doch eigentlich alles in Ordnung. TCAS Standby. TCAS Standby, das hier. Hatte mein Squawk nicht gesetzt. So, und da sind wir unterwegs. Mit einer ganz anderen Departure, deswegen sind wir hier auf der Karte auch nicht richtig zu sehen. Das Display ist ganz schön hell. So, die Ground Spoilers brauchen wir aber auf jeden Fall nicht mehr. Die Taxi Lights. Off. Achso, warte. 10.000 Fuß haben wir noch gar nicht, ne? Ah, doch. Sind schon drüber. Gut. Die kommen aus. Wir sind gerade mitten in den Wolken. Ich lasse mal die Anschnallzeichen noch ein bisschen an. Die APU ist off. Spoilers sind disarmed. Flaps sind up. Sieht doch eigentlich alles ganz gut aus. Oha, das sieht aber gerade hübsch aus, wie wir hier durch die Wolken fliegen. So, und jetzt sind alle Displays so dunkel, weil es draußen so hell ist. Und hier brauche ich nun wirklich das Display nicht mehr. So, es ist wieder immer 24 Grad. Es ist mal wieder warm, wie immer. Würde mich mal interessieren, ob es in echt auch so ist, dass 24 Grad die Standardeinstellung sind. So, was haben wir hier? EDP. München Radar immer noch. Gut. Wir sind unterwegs. Ein paar echt hübsche Wolken gerade. Und ich muss euch einmal ganz kurz allein lassen. Ihr passt bitte einmal auf, übernehmt mal hier den Funk und ähnliches. Damit ich hier keinen Ärger kriege mit Air Traffic Controller. Aber ich bin sofort wieder für euch da. Haltet mal die Stellung.
So, sorry Leute, da bin ich wieder. Kurzer privater Notfall hier. Ist immer schwierig dann hier im Flight Simulator, wenn ich im DCS unterwegs bin. Da fliege ich auch gerne mal ohne zu streamen. Weil, wenn es hier zu Hause ein bisschen hektischer ist, dann kann ich halt mal eben einfach Escape drücken, Pause-Menü, mal 10 Minuten was anderes machen und dann wiederkommen. Hier ist das natürlich schwierig, wenn man auf Wetsim unterwegs ist. So, was haben wir hier? EDDF, Frankfurt. Den haben wir auch noch nichts zu tun. Luftdruck müssen wir noch umstellen. Braucht der Autopilot auch gar nicht meckern. Und die Leute dürfen sich jetzt auch mal abschneiden. Dieses Geräusch. Das ist der Autopilot, kann ich den irgendwie sagen? Er soll sich beruhigen? Ja, geht doch. Der Autopilot. So, wo sind wir denn? Außer weit über dicken Wolken. Wir sind, lasst euch hiervon nicht irritieren, wir sind immer noch beim anderen, bei einer anderen Departure. Jetzt sind wir auf dem Weg zu Utlun. Von da aus gehen wir dann wieder auf den ursprünglich geplanten Weg. Wir sind hier so knapp über Magdeburg in der Nähe und liegen dann hier an Erfurt vorbei, noch eine größere Stadt, Würzburg, das ist aber schon in Bayern, drehen dann hier Richtung Heilbronn und dann runter nach Stuttgart. Wir sind auf 28.000 Fuß, ILS, hier müssen wir bei 4.000 sein, okay. Das heißt, nach Adam Riese, wenn wir auf Flight Level 280 sind und wir müssen runter auf 4000 Fuß, dann brauchen wir dafür knappe 76 Meilen, sagen wir 80. Und wir haben jetzt noch eine Strecke von 262. Das ist gar nicht so weit. Ich war überrascht letztens, wie weit Mallorca tatsächlich entfernt ist. Ich dachte, das ist und vielleicht auch so 350 Meilen, aber ich glaube, das waren deutlich, deutlich mehr. So, im Cockpit haben wir es immer noch ein bisschen zu warm. Sonst sieht es aber gut aus. Treibstoffverbrauch passt auch. Da sind wir hier solide unterwegs. Top of Descent habe ich hier aber immer noch nicht drin, ne? Nee. Da warte ich noch drauf, dass das mal irgendwann kommt. Und wie ich in den YouTube-Kommentaren gelernt habe, hatte mich hier das letzte Mal beschwert, dass ich ja gar keine Wolken mehr auf dem Radar sehe. Tatsächlich ist das Radar, und das wurde mir in YouTube-Kommentaren gesagt, und das ist auch tatsächlich so, es zeigt nicht einfach Wolken an in dem Sinne, sondern Precipitation, also Niederschlag. Und wenn in Wolken kein Niederschlag ist, dann ja, werden die halt nicht angezeigt. So, Oh, nö, eigentlich haben wir es soweit. Ich bin ein bisschen langsam für meinen Geschmack.
bin dafür, dass wir hier mal ein bisschen Gas geben. So, Mach 77, das fliege ich nämlich im. Jetzt vergesse ich gerade, wie er heißt. In der CRJ, im CRJ. Ich will mal die CRJ sagen, aber es ist der Canadair Regional Jet, also in der dem CRJ fliege ich auch immer Mach 77. Das heißt, hier können wir ruhig ein bisschen Gas geben. Immer wieder schade, dass wir so eine dichte Wolkendecke haben. Ich würde gerne mal ein bisschen öfter aus dem Fenster gucken und auch unter mir was sehen. Aber irgendwie ist mir das zurzeit nicht gegönnt. Ich gucke mal zwischendurch nochmal, ob nicht doch schon ein Center oder ein Tower, der für uns zuständig ist, online kommt. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wer für Stuttgart verantwortlich ist. Ich vermute, es ist ein Langenradar. Aber tatsächlich wissen tue ich es nicht. Ja, ist ganz schön unruhig gerade. Auch ein paar Turbulenzen, so wie es aussieht. Oder der Autopilot ist ein bisschen übereifrig beim Höhe halten. Eins von beiden wird es sein. Nichtsdestotrotz ist jetzt, glaube ich, der richtige Zeitpunkt gekommen, dass wir mit der Verpflegung der Crew beginnen. Hoppala. Wo drehen wir denn hin? Ja, ist richtig, gut. Und dazu machen wir uns heute eine schöne Flasche auf. Also die gefällt mir vom Design wirklich gut. Und der Inhalt gefällt mir noch besser. Das ist nämlich ein Dalvini, 15 Jahre alt, Scotch. Der riecht schon. Der riecht schon toll. Also in diesem Sinne, das bilde ich mir noch nicht ein hier. Die Turbulenzen. In diesem Sinne sage ich, Prost, don't drink and drive. Aber drink and fly ist ja nochmal was anderes, ne? Wunderbar. Wunderbar. Und ich habe dann noch spannende Nachrichten. Ich bin mir noch nicht sicher, wie sehr ich das garantieren kann, aber denke, in den nächsten zwei Wochen bestimmt. Spätestens in zwei Wochen, denke ich. Also wenn ihr das hier gerade im Livestream seht, auf YouTube, wenn ihr das Video seht, ist es wahrscheinlich eher nur noch so eine Woche oder anderthalb. Weil die Videos kommen da immer etwas später als die Streams. Wird es ein neues, aufregendes Video geben auf YouTube ohne Twitch-Stream, mal ein ganz anderer Inhalt, denn ich weiß nicht, ob ihr es wisst,
Aber ich bin ja ein großer Freund der Klemmbausteine. Nicht nur Lego, sondern vor allen Dingen hat es mir persönlich der Hersteller Kobi angetan. Und da sind heute zwei sehr große Pakete eingetroffen, wo ich eine ganze Weile dran bauen werde. Und ich habe mir ja vorgenommen, mal so ein kleines Aufbauvideo, vielleicht so eine Art Review zu machen. Mal gucken. Ich nehme es erstmal auf. Was ich genau daraus mache, überlege ich mir dann noch, wenn es soweit ist. Werdet ihr dann auf jeden Fall auf meinem YouTube-Kanal finden. Das ist vielleicht mal was anderes als das Fliegen. Obwohl ich auch, also es sind keine Flugzeuge, die ich da diesmal baue. Ich habe aber auch einen Flieger, die gute alte Tante Yu habe ich da aufgebaut. War mein allererstes Modell von Kobi und das erste Klemmbaustein-Set, das ich mir als Erwachsener gekauft habe. Kann ich nur empfehlen. Also es ist wirklich, das macht einfach wirklich Spaß. Vor allen Dingen musste ich jetzt auch, also ich finde das Aufbauen, das hat was sehr Entspannendes, was Beruhigendes. Und ich habe nur begrenzt Platz in meinem Zimmer, um so ein paar Sachen auszustellen. Und deswegen habe ich mich jetzt schweren Herzens entschlossen, doch wieder ein paar Sachen auseinanderzubauen, einzutüten. Bis, European 2406 is out of cockpit for 5 minutes. Doch beschlossen, ein paar Sachen auseinanderzubauen, bis ich mehr Platz habe. Und das Auseinanderbauen war auch tatsächlich echt entspannt. Also sowohl das Zusammenbauen als auch das Auseinanderbauen, das macht einfach Freude. Und wenn man sich dann angucken kann, zumindest so lange, bis es noch nicht richtig eingestaubt ist, ist das auch gut. So, jetzt ist hier die spannende Frage, wie lange brauchen wir? Wann sind wir denn gestartet? Jemand aufgepasst? Ich würde sagen, wir sind gestartet vor knapp 30 Minuten. Das heißt, wir brauchen noch knapp eine Stunde. Oh. Ist da einer mit Squawk 7500 unterwegs? Eieiei. So, und wir sind in den Wolken, was mir gar nicht gefällt. Lohnt es sich noch höher zu steigen? Ich würde sagen, ja. Wir steigen mal aus den Wolken raus. Habe ich den Faden verloren? Wo war ich stehen geblieben? Achso, Squawk 7500 ist, meine ich, der Squawk, um zu signalisieren, bin mir gerade nicht sicher, ist das der Code, um zu signalisieren, dass man entführt wird, oder ist das der Code, dass man einen Notfall an Bord hat? Ich meine, es ist. Ich guck mal kurz nach. 7500 Flugzeugentführung. Jawohl. Das ist auf Wetsim strikt verboten. Generell darf man auf Wetsim zumindest nicht ohne vorherige Absprache und Genehmigung Notfälle simulieren, jeglicher Art. Aber in dem Fall ist eben. Das Squawken auf der Frequenz im Besonderen verboten. Also Squawk 7500 Flugzeugentführung, weil das besonders üble Art von Notfall ist. So, da oben ist die Wolkengrenze.
So, das ändert natürlich auch den Fakt, wann wir uns in den Sinkflug begeben müssen. Jetzt brauchen wir nämlich etwa 90 Meilen, als das 320 überhaupt ausreicht. Tut es nämlich, glaube ich, nicht. Müssen wir noch mal ein bisschen höher. So, wir sollen unser Destination Information eingeben. Tun wir das mal. Wir haben ein QNH von 1028 in Stuttgart. Eine Temperatur heute in Stuttgart 15 Grad. Wir haben Ausrichtung 3606 Knoten Wind. So, Transition Altitude weiß ich nicht. Ist aber meistens irgendwie irgendwas um die 6000. Schon besser. Jetzt sind es schon 100 Meilen. Genau, und unsere Altitude beim Landen, unsere Decision Height ist 200 Fuß über dem Boden. Wir auch. Im Fall eines Go-Around 2700, das passt in etwa. Oh. Würde ich sagen, haben wir das doch alles schon ganz fein eingestellt. So, wir müssten eigentlich noch höher steigen, aber ich gebe es jetzt erstmal auf, weil wir uns eh gleich Gedanken machen müssen, eher um Landen in 30 Meilen. Und so lange können wir hier noch in den Wolken bleiben. Ich was Frankfurt so dazu sagt oder München. Leipzig noch besser. Clouds and Visibility okay. Also da gibt es gar keine Wolken. Und in Frankfurt ein paar auf 4200. Da frage ich mich, warum denn hier so die Wolken so dicht sind. Naja, gut. So, wir sind jetzt gerade an. Was ist hier? Erfurt? Schweinfurt. Schweinfurt vorbei. Drehen Richtung Würzburg gerade. In just diesem Moment. Wir fliegen dann da nochmal so einen kleinen Zacken Richtung Süden. Bevor wir. Also hier sieht man es auch, den kleinen Zacken Richtung Süden. Bevor es weiter nach Stuttgart geht. Habe ich hier irgendeine Höhenvorgabe? Nee, ne? Nee, sieht gut aus.
110 Meilen. Lima India Mike Charlie Airport, wo ist das denn? LI. Ist das Österreich? Auf jeden Fall relativ weit weg, meine ich. Ist es hier auch ganz schön holprig immer noch. 103 Meilen. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem Sinkflug. Und zwar runter auf 4000 Fuß. Mit 3 Grad. Da tauchen wir wieder ab in die Wolken. Mike. Aber ich bin's hoffentlich nicht, oder? Nö, wenn's mit war aus. Alles gut. Da hätte ich fast mein gutes Glas umgestoßen. So, wenn wir noch 80 Meilen haben, sollten wir auf 25.000 Fuß sein. Ich glaube eher nicht so. Wenn wir noch 80... Nein, Quatsch. Wenn wir noch 66 Meilen haben, sollten wir auf 25.000 Fuß sein. Das könnte schon eher klappen. Ja, da haben wir echt auf unserer Reiseflughöhe tatsächlich 28.000 Fuß die ganzen Wolken. Drüber sind sie wenigstens noch bis 36.000 Fuß, aber drunter könnte man bei 26, also nach oben bis 36.000 Fuß anscheinend, aber nach unten ist man bei 26 fast raus. Ich nehme noch einen Schluck, es wird hier alles nicht besser. So, dann sind wir durch die Wolken. Und drehen hier mitten im Nirgendwo
Richtung Stuttgart. Also die Wolken auch tatsächlich viel freundlicher direkt. So, 66 Meilen, 65, passt. Die Rate ist in Ordnung. Adria Radar. Interessant. So, ich schaue mal kurz auf meine Checklist, aber ich glaube, da ist erst ab Approach wieder wichtig. Ja, keine spannenden Punkte drauf, die mir neu erscheinen oder wo ich glaube, dass ich sie sonst hätte vergessen. Sind wir auch ganz schön über unseren Kurs hier hinausgeschossen. Haben wir die Kurve nicht gekriegt? Ja, bei diesem Wegpunkt, bei Fahrt her, müssen wir auf 4000 Fuß sein. Ah, das heißt, wir werden wahrscheinlich ein bisschen zu hoch rauskommen, weil ich hier die letzten, was sind das, 10 Meilen nicht bedacht habe. Wir sind auf, sagen wir mal, 18.000 Fuß. Das heißt, wir brauchen noch 44 Meilen, aber das ist ein bisschen wenig. Sagen wir mal, bis dahin sind es jetzt noch gute 30 Meilen. Da müssen wir unseren Winkel ganz schön erhöhen. Gucken, ob das mit dem Speed funktioniert, sonst müssen wir gleich mal die Bremsen auspacken. Habe ich mich ein bisschen verkalkuliert? So, wir sind auf 13.000 Fuß.
Das heißt 13.000 Fuß und 25 Meilen. Da ist. Da können wir das ein bisschen reduzieren. Mal gucken. Notfalls fliegen wir einfach hier nach dem letzten Wegpunkt D, weiß ich nicht was. B229V einfach ein Stück weiter geradeaus. Fliegen die Kurve großzügiger. Dann sollte das auch passen. Kriegen wir schon hin. Ja, und wir sind jetzt gerade mitten über Stuttgart. Irgendwo hier links, das ist es. Fußballstadion kann ich sehen. Und da hinten ist der Flughafen, wo wir hinwollen. Ich muss sagen, ich war noch nie in Stuttgart. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die ein unbeliebtes Bahnhofsprojekt haben. Ist das der da? Ist das der Bahnhof vielleicht sogar? Weiß es nicht. Oh, ist auch schön grün hier die Ecke, ne? Und das daneben, ist das hier, gehört das noch dazu? Gehört das auch noch zu Stuttgart? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Gut, konzentrieren wir uns auf die wichtigen Sachen. Wir sind ein bisschen sehr schnell für unsere Höhe. Mal die Spoilers ausgefahren. Kann ich die sehen? Ja, gerade so. Wir sehen mal zu, dass wir auf 250 Knoten runterkommen. Kein schöner Anflug. So, wir sind auf 7.000. Das heißt, wir brauchen 7.000 und 7 Meilen. Einmal 6.000 und 7 Meilen. Müsste gerade so hinkommen, tatsächlich. Eins null, was haben wir für ein 1028 ist der Q&H. Gut, dann gehen wir schon mal in den Approach-Modus. Sind wir sogar schon. Gut. Oh, ich habe die Lichter vergessen. Eieiei. Die hätten schon längst rausgemusst. Approach. Landing Lights, Ground Spoilers, Arm kann ich noch nicht, weil ich brauchte gerade noch dringend zum Abbremsen. Ganz dringend zum Abbremsen. So. Und ich habe hier noch kein ILS-Signal, warum nicht? ILS-Frequenz 115,45.
1500. Weil das komplett falsch ist. Hat 115,45. Ist falsch. Ah ja, 109,5. Das ist aber richtig. Haben wir auch. Approach. Ich glaube, wir sind schon komplett über den Glideslope hinweg. Ja, okay. Das haben wir ja gründlich verkackt. Also Approach-Modus aus, 5000 Fuß. Wir fliegen Runway Heading. Und wir beschleunigen mal. 2500. Das ist ein Missed Approach. So, was machen wir bei einem Missed Approach? Wir fliegen zurück. Habe ich, glaube ich, gelesen. Ne? Climb straight ahead, 5000 feet. Then crossing D7. E5 or 5000 feet, whichever is later, turn left to ABU VOR. Gut. Das kriegen wir hin. Machen wir nochmal einen Rundflug über Stuttgart. Weil ich war jetzt einfach viel zu schnell und ich habe meine Spoilers noch draußen. Und das hätte halt vorne und hinten nicht geklappt. Hier ist STG, das ist Stuttgart. 5,6 Meilen danach sollen wir drehen. Kann ich das hier einstellen? Bestimmt. Stuttgart-Frequenz 116,85. Und jetzt muss ich mir das hier nur noch anzeigen lassen. Tja, da sehe ich aber keine Entfernung. Ich würde sagen, wir sind dort. So, wir drehen. Weg zum VOR. So, das passt einigermaßen. Das muss ich mir nochmal anschauen, wie ich die Entfernung zu einem VOR rauskriege. Das VOR ist STG.
Nee, will er nicht. Doch, will er. Ja. Wir sind jetzt 9 Meilen. So, wir drehen nach links. Richtung 240 in etwa. Ist ein bisschen zu weit. So passt das besser. Und wir gehen runter auf 4000 Fuß und lassen mal hier die Geschwindigkeit automatisch regeln. Der Airbus ist halt echt schlecht darin, langsam zu werden. Ich weiß, dass das mal tatsächlich ein Problem war. Jetzt sehen wir das Stadion auch noch schöner. Dass das mal tatsächlich ein Problem im Flight Simulator war. Beziehungsweise mit der A320 an X-Mod, dass das nicht akkurat simuliert wurde. Oh, hier so ein hübscher Park. Frag mich, was das da für ein Turm ist. Ja, dass das mal ein tatsächliches Problem war. Weiß nicht, ob sie es halt mittlerweile gefixt haben, ob das jetzt realistischer ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Bisschen schneller können wir aber. Ja, dann nehme ich mal meinen letzten Schluck hier, um mir ein bisschen Mut zu machen. Nein, dafür ist es tatsächlich zu wenig Alkohol, aber der Geschmack ist gut. Also nicht zu wenig Alkohol im Getränk selbst, sondern dafür ist mein Glas nicht voll genug. Ja, so Mist, ich bin jetzt spät dran. Wollte ja eigentlich schon längst gelandet sein, denn das Essen ist fertig, wurde ich gerade informiert. Das gibt wieder Minuspunkte. Naja,
aber ich tue ja mein Bestes. So, Landebahn ist Richtung 072. Und ich würde sagen, wir können uns eine Kurve machen. Und wir sind nicht allein in Stuttgart, so wie es aussieht. Kurve nicht ganz so steil nehmen, sonst kommen wir zu früh raus. Stopp. Mach mal den Approach Mode an. Das sieht auch diesmal deutlich besser aus. Stuttgart Traffic, Skyways 8188 is on 10 mile final runway 7. Stuttgart Traffic. So, jetzt aber. Da können wir mal die Flaps ausfahren. Bei 6 Meilen. Flaps 2 im Fahrwerk. Flaps 2 Fahrwerk. Fahrwerk ist draußen, Flaps 3. Full Cabin Crew. Flight attendants, please prepare for landing. So, Lichter haben wir alle an. Stuttgart Traffic, Wizz Air 401, taxi to runway 5 via Mike Hotel, November, to hold at Alpha, stuck on traffic. Na gut, der fährt gerade zum anderen. Zum anderen Ende der Startbahn. Ich komme hier an, der will da hinten von da hinten starten, also mir entgegenkommt. Ich hoffe, wir kommen uns dann nicht in die Quere. Autopilot aus.
500. Interessant, dass Stuttgart nur eine Start- und Landebahn hat. Da ist unser Kollege, der da gerade am Taxien ist. Ich hoffe, wir können uns da einigen. Minimum. Und ich bin ein bisschen tief und ein bisschen ab vom Schuss. 100. 50. 40. 30. 20. 10. 5. Und reverse. Ich hab die Autobrakes vergessen. Wozu hat man Checklisten, wenn man dann doch nicht drauf guckt? Hol das rein. Klappen rein. Diese war eine ordentliche Kante. So. Und verlassen wir hier mal die Landebahn. Und starten die APU. Ansonsten haben wir das Wichtigste. Landing Lights off. Taxi Lights haben wir an. So, wo ist der Kollege? Da. Stuttgart Traffic Skyways 8188 taxiing to the gate via Sierra. Stuttgart Traffic. Genau, der andere ist dann nämlich auf November unterwegs, so wie es aussieht. Hat er vorhin November gesagt? Ich glaube, der hat irgendwas anderes gesagt. Aus Versehen noch ein bisschen Schub rückwärts gegeben. Das wollte ich nicht. Aber so passt, so kommen wir uns nicht in die Quere. Ich weiß noch nicht, welches Gate ich mir aussuche. Aber da können wir jetzt alle mal aus dem Fenster winken und Hallo sagen. Hallo. Bestimmt ein britischer Kollege, der fährt auf der falschen Straßenseite. APU is available. Hat jemand eine Präferenz, wo wir parken sollen? Hinten sind die Gates.
Lass ich mal gucken, was hier so aufgemalt ist. Ja, wir fahren einfach Sierra ans Ende und dann kommen wir da schon irgendwie hin. Muss mich nur zusammenreißen mit der Geschwindigkeit. Aber ich hab's auch eilig. Essen ist fertig. Ich glaube, das wird auch jeder Fluglotse akzeptieren, wenn ich ihm das sage. Da sind noch zwei Kollegen, die sich anscheinend fertig machen. Interessant, dass sie hier auch die Markierung auf dem Boden haben. Ich hoffe mal, dass sie sind auch richtig. Stuttgart Traffic, was there 401 entering runway 25 at Alpha. Stuttgart Traffic. Ich glaube nicht, dass das Alpha ist, aber es macht nichts. So, welches Gate hätten wir denn gern? Wie wäre es mit diesem hier? Die Nummer 13. 13 ist auch immer gut. Ein kleines Stück noch. With F401 rolling, runway 25, Stuttgart traffic. So ist besser. So, Parkbremse haben wir. Lichter, mindestens die aus. Und Triebwerke aus. Jawohl. So, dann konnte ich hier drüber nicht auch Jetway und so connecten. Jawohl. Können die Leute nämlich dann auch aussteigen. So, Parking Brakes haben wir set, Thrust Levers sind idle, Ground Contact haben wir, Electrical Power haben wir, Engine Masters sind off, Nav Lights off, 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 off. Beacon Lights können wir glaube ich auch ausschalten mittlerweile. Dann NTIs haben wir nicht weiter. Passengers heißt auch ja. Die Leute dürfen sich übrigens absteigen. Türen sind auf. Flight Director ist aus. APU bleed as required. Fuel pumps. Alle aus. Beacon ist aus. Beacon Status ist aus. Panel Lights. Und ADRS aus. Panel Lights können wir ausschalten. Ja, fehlt nur noch die APU und die Batterien.
Und dann sollte es hier gleich finster werden im Cockpit. So, da sind wir, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Herzlich willkommen in Stuttgart. Jetzt erstmal aussteigen und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Was gibt's in Stuttgart Schönes zu tun, so um diese Uhrzeit? Was macht man da so an einem Dienstagabend? Keine Ahnung. Auf jeden Fall vielleicht erstmal in den Flughafen reingehen, googeln, was man in Stuttgart machen kann um diese Uhrzeit und dann das machen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst, wenn es mal wieder heißt, ab in die Luft. Habe ich zwar noch nie gesagt, aber vielleicht wird das mal ein neuer Spruch. Ich höre auf zu labern. Schönen Abend noch. Macht's gut. Bis dann.